Ganz ehrlich, können die mir diesen scheiß Bildschirm nicht einfach reparieren? Ich habe keinen Bock, Rechnungen durch die Gegend zu schicken, mich sonst wohl schlau zu machen und Daten rauszusuchen. Schickt mir einen scheiß neuen Bildschirm. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Yo Leute, Prinzip wieder back am Start, ich gehöre euch heute in dieses Video, in dem ich euch einfach mal sagen will, dass ich Samsung hasse. Ja, ich hasse Samsung. Leute, ich habe einen UHD-Monitor von Samsung. Er ist so geil, ich schwör's euch. Das Design, perfekt. Das Bild, perfekt. Die Blickwinkel, naja. Der Fuß, naja, wenn man den Bildschirm ein bisschen bewegt, ist natürlich scheiße. Aber Leute, ich hasse so sehr Samsung, ich schwör's euch. Es gibt so viele Fehler bei diesem scheiß Monitor und bitte kauft nie. Nie wieder bei dieser Firma. Leute, ich schwör's euch. Ich habe vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, ist mir scheißegal, habe ich diesen fucking Monitor gekauft. Und wisst ihr, was zuerst passiert ist? GTA gestartet, Rauschen rechts im Bild. Warum passiert das? Gut, ging nach einer Zeit weg. Zwischendrin immer mal, oh, Bild geht ja für 2 Sekunden auf einmal schwarz. Ja, oh, da ist es ja wieder. Nice. Mach ich am besten erstmal nichts, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt neulich erst. Geht meine Taste auf der Rückseite nicht mehr, mit dem ich den Bildschirm eigentlich ausmache? Nice, wahrscheinlich geht die nicht mehr, oder? Yo, wahrscheinlich geht die nicht mehr. Wollt ihr mich eigentlich alle komplett verarschen? Oh, Leute, ich schwör's euch, ich hab gar keinen Bock mehr drauf. Auf jeden Fall dachte ich mir so, lol, müsstest du jetzt mal einschicken. Paar Tage später geht die Taste auf einmal wieder, die LED aber nicht mehr, die danach wahrscheinlich auch wieder ging. Dann wird das Bild ab und zu mal wieder schwarz. Ey, Leute, was soll denn der Scheiß? Ey, der repariert sich selber und zerstört sich selber. Was ist denn das für ein scheiß Monitor? Wollt ihr mir das mal verraten? Kann der nicht einfach mal komplett funktionieren oder was? Aber jetzt kommt das Beste erst noch. Alter, Leute, ich pack's mit, ne? Ich ruf da an. Yo, Leute, könnt ihr mir einfach mal den Bildschirm reparieren? Dann lasse ich euch auch in Ruhe, oder? Sagt er doch ernsthaft zu mir, ja, dies und das, send doch eine Rechnung zu und das. Ey, ganz ehrlich, können die mir diesen scheiß Bildschirm nicht einfach reparieren? Ich habe keinen Bock, Rechnungen durch die Gegend zu schicken, mich sonst wohl schlau zu machen und Daten rauszusuchen. Schickt mir einen scheiß neuen Bildschirm, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Puh, ja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal so erzählt, ja, B-Ware 100 Euro gespart, weil Verpackung beschädigt und so. Was, B-Ware? Nein. Garantie und das geht nicht. Sie können ja. Und ich dann erstmal so, ey, Digga, willst du mich gerade verarschen? Digga, willst du mich ficken? Digga, willst du mich ficken? Auf jeden Fall dachte ich mir erstmal so, yo, halt die Fresse, ciao. So, jetzt schreibe ich den über Live-Chat, ne? Der Typ so, yo, kein Ding, kümmer mich, mach mal alles, schick uns den Fuck und wir schicken dir hier den Reparierten zurück. Ich dachte mir so, nice, erzähle ich so nochmal nebenbei. Ja, also ich habe den ja auch auf Amazon. Ja, habe ich 100 Euro gespart, weil die Verpackung ein bisschen im Arsch war. Und ja, B-Ware. Und er so, B-Ware? Das können wir nicht machen. Also, da geben wir auch keine Garantie drauf. Und es geht überhaupt nicht. Und ich dachte mir so, ey, Digga, willst du mich eigentlich ficken? Und ich schreibe erstmal so, hey, das geht überhaupt nicht. Fick dich ins Knie. Nein, sowas natürlich nicht. Aber, Alter, will der mich verarschen oder was? Nur weil man B-Ware sagt, sagen die sofort, geben sie keine Garantie drauf. Das ist keine B-Ware. Die Verpackung war am Arsch. Der Bildschirm sollte funktionieren. Wollt ihr mich eigentlich alle komplett verarschen? Sogar die Firma, bei der ich den Bildschirm gekauft habe, hat gesagt, ich sollte Samsung anschreiben, damit sie mir den Bildschirm reparieren. Alter. Ey, Leute. Ich bin kurz davor, oben Schluss zu machen. Jetzt schreibt er hier, kann ich Ihnen noch bei einem anderen Anliegen behilflich sein? Leute, ich werde auf jeden Fall weiter euch informieren, was da jetzt abgeht. Soll jetzt denen auf jeden Fall eine E-Mail schicken. Und ja, Leute, wenn euch dieses kleine Ausrastvideo gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren wäre natürlich auch geil. Und wehe, wer abonniert nicht. Ey, Leute, ich schwör, es geht überhaupt nicht. Abonniert diesen Scheiß-Kanal, Leute. Ich raste aus. Scheiß-Samsung. Kauft nie wieder bei Samsung. Ich wollte mir neulich erst einen S6 kaufen. Das kann ich ja dann wahrscheinlich jetzt auch vergessen, weil Samsung ist für mich die größte Scheißfirma, Leute. Kauft nie wieder bei Samsung. Wir sehen uns nächstes Mal. Immer schön steil bleiben. Servus.